Wir haben in der Tat für alle wichtigen Themen Spezialisten besetzt, so wie das eigentlich jede größere Redaktion sich zu leisten versucht. Zum Beispiel haben wir Hardware-Tester, Benjamin Kraft und Johannes Schuster, die nicht nur jedes neue Apple-Gerät, das auf den Markt kommt, unter die Lupe nehmen und auseinandernehmen und ganz genau auf Herz und Nieren durchtesten, sondern auch alle möglichen anderen Hardware-Geräte, Peripherie, Drucker, Scanner, aber auch, was weiß ich, Akkupacks, Mikrofone, solche Geschichten, Kameraerweiterungen, alles Mögliche. Wir sitzen jetzt hier bei Benjamin Kraft und was ist das? Das ist eine schöne analoge Uhr. Das ist unser Testaufbau, mit dem wir messen, wie lange es dauert, einen externen Akku wieder zu füllen. Das ist so richtig schön Low-Tech. Diese Steckerleiste hier ist ein Master-Slave-Gerät. Da kommt dann hier hinten die Uhr rein. Da vorne der Akku und wenn der Akku voll ist und keine Energie mehr zieht, macht's klack, die Schalterleiste geht aus und die Uhr bleibt stehen. Sehr einfacher Aufbau. Ja. Hat und macht was her, finde ich. Du hast im vergangenen Heft dich mit Sticks beschäftigt. Ja, das sind solche. Die haben an einer Seite den Lightning-Stecker, an der anderen Seite den klassischen USB-A-Stecker. Damit kann man Daten austauschen zwischen dem Mac und einem iOS-Gerät oder eben Windows und einem iOS-Gerät. Du testest viel Hardware, ist das richtig? Das mache ich schon eine ganze Weile lang, ja. Und du hast hier, habe ich gerade gesehen aus dem Augenwinkel, zwei Fadenzähler. Wozu braucht man die denn im Hardware-Sektor? Immer dann, wenn man es groß braucht, mit der eigenen Sehkraft nicht hinterherkommt. Zum Beispiel, um Bezeichnungen von Chips abzulesen oder die Auflösung von Druckern. Zeig mal eben so ein Teil, das ist ganz spannend. Fadenzähler, woher kommt das eigentlich, Fadenzähler? Warum nennt man das so? Das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall ist die Auflösung halt so groß, dass man vielleicht auch feinste Fäden sehen kann oder so. Das ist im Prinzip eine Lupe mit einem fest eingestellten Abstand. Und dadurch stimmt der Fokus automatisch. Das ist der Witz dabei. Ne? Aber man kann das Ding natürlich auch so auseinanderklappen und dann als normale Lupe verwenden. Finde ich sehr spannend. Benutzt man auch viel in der Drucktechnik. Da ist ja auch eine Skala dabei. Kommt, glaube ich, aus dem Textilbereich, um Fäden zu zählen, ne? Vom Weben. Genau. Und dann stehen hier riesige Augen, sage ich mal. Obwohl, so groß sind die gar nicht mehr. Ne? Ja, erfrischend klein. Aber je kleiner, desto lauter. Und also wir haben uns mal das Thema Beamer vorgenommen, weil die Fußball-Europameisterschaft steht ins Haus und HD-Beamer sind erfrischend günstig momentan und auch ziemlich gut. Das einzige Problem, das wir festgestellt haben, das könnt ihr auch nachlesen, ist, dass sie alle ziemlich laut sind, wenn man sie scheucht. Also wenn man die höchste Helligkeit einstellt oder 3D guckt, dann wird's laut im Zimmer. Ich widme mich gerade so ein bisschen einem Praxisartikel zu dem Trackpad und den Mäusen von Apple, wie man die nochmal ein bisschen das Beste aus denen rausholen kann und vielleicht ein paar eigene Gesten da noch selber sich schreiben kann, also dass man eigene Gesten sich basteln kann. Ja, und vielleicht auch das Scrollen und das Mauszeigerbewegungen optimieren kann für den eigenen Nutzen. Ja, wir stehen jetzt hier bei Jeremias Radke und sehen jede Menge Geräte, die, das sind also Diskstations, Backup-Systeme, File-Server. Damit hast du dich für die letzte Ausgabe von Mac and I beschäftigt. Genau, Anlass war das Apple TV 4, das jetzt relativ neu auf den Markt gekommen ist und erstmalig auch erlaubt, per UPnP und DLNA auf Netzwerkgeräte im Heimnetz zuzugreifen. Und da stellt sich dann die Frage, Medienmaterial, Fotos, Musik, Videos aufs Apple TV streamen und wo lagern. Und dafür eignen sich eben sogenannte NAS, Network Attached Storage Systeme, wo ich zwei Festplatten drin habe und jede Menge Daten horten kann. Nee, wir versuchen schon hauptsächlich Themen zu setzen, weil natürlich das, was im Markt passiert, alle machen. Und da haben wir als Print-Magazin auch einen gewissen Nachteil gegenüber den ganzen Blogs im Internet, die natürlich tagesaktuell berichten und wesentlich schneller sind als wir. Zwar nicht so gründlich und nicht so tiefgehend und auch manchmal vielleicht nicht ganz so kompetent, aber sehr viel schneller. Deswegen haben wir schon von Anfang an versucht, uns da ein bisschen anders zu positionieren und etwas andere Themen ins Heft zu hieven. Und die müssen wir dann natürlich auch zum Teil erstmal generieren, die Leute darauf hinweisen, Praxisartikel machen, Titelgeschichten generieren und so weiter. Und das ist tatsächlich klassischer Magazinjournalismus. Ja, wir stehen jetzt bei Wolfgang Restel und da wollte ich gleich mal fragen, was ist eigentlich dein Ressort hier? Mein Ressort ist eigentlich das Anwendungsressort.
Ich kümmere mich einerseits um Bildbearbeitung und ja, so ein bisschen auch Software, die skriptet, automatisieren. Apple Script mache ich, Automator. Ja, eigentlich so Software, die den Arbeitsalltag erleichtert. Das ist so mein Schwerpunkt. Und jetzt sehen wir hier deine Schießbude. So würde ich das mal bezeichnen. Jede Menge Monitore. Ja. Also ich habe quasi zwei Monitore, das ist mein Hauptarbeitsplatz, da wo jetzt der Screensaver läuft. Rechts, das ist ein Testrechner mit einem eigenen Monitor und hier links der iMac, der ist halt auch gerade ein Testrechner, wo ich SSDs gerade mit Images bestücke. Also vorzugsweise hier offensichtlich Mac Minis im Einsatz für dich? Ja, genau. Leider manchmal, also wenn ich mit Affinity Photo und sowas, also wenn ich Bildbearbeitung mache, da ist der Mac Mini manchmal überfordert. Ja, wir stehen jetzt bei Thomas Kaltschmidt, zuständig unter anderem auch für Developer-Themen von Apple und auch anderen und auch was so diese Hackintosh-Sache anbelangt. Genau, das habe ich auch schon mal geschrieben, einen Artikel, eine größere Titelgeschichte auch zum Thema Hackintosh, bei dem es einfach, das interessiert mich auch so Mischthemen, ne, wo es dann auch mal zwischen der altbekannten Apple-Hardware und eben Geschichten, die so ineinander greifen. Anderes Beispiel ist virtuelle Maschinen, ne? Wo man ja auch irgendwo verschiedene Systeme zueinander bringt auf dem Mac-System, ob das jetzt Windows ist oder Linux auf dem Mac, und diese Mischthemen, die interessieren mich dann auch sehr und die mache ich dann oft. Auch Steuererklärungen habe ich letztens gemacht und also nicht nur selber eine geschrieben, sondern auch Artikel darüber. Na, bei Facebook heißt es immer so schön, die Beziehung ist kompliziert. Also wir haben natürlich Kontakt zu Apple, aber der beschränkt sich leider heutzutage im Wesentlichen auf die Presseabteilung. Und die Presseabteilung bei Apple darf und kann nicht immer sagen, was sie möchte. Das ist streng reglementiert bei Apple. Da wird von ganz oben genau festgelegt, was die Presseabteilung kommunizieren darf und was nicht. Das ist bei anderen Unternehmen anders und das war auch früher bei Apple anders. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Da konnte man anrufen und auch mal hinter vorgehaltener Hand mit denen reden. Da brauchen wir uns heute nicht viel Hoffnung zu machen, dass wir da irgendwas rauskriegen, was wir nicht sowieso schon wüssten. Meistens sind wir sogar besser informiert als die Presseabteilung bei Apple, weil die natürlich auch von ihren Quellen im Unternehmen selbst so ein bisschen, wie soll man sagen, zurückgenommen informiert werden, damit die sich vielleicht nicht mal verplappern oder so. Naja, zum einen finden wir das natürlich super, was ihr Jungs von Apple Talk da macht, weil das ist ein Format, mit dem wir uns persönlich nicht so sehr beschäftigen, Video und dann auch noch live. Wir sind eben gelernte Textjournalisten und haben zum Teil schon Mühe, geeignetes Bildmaterial zu unseren Artikeln zu finden. Entsprechend schwer tun wir uns bisweilen mit bewegtem Bildmaterial. Und wenn wir da zwei interessierte und fähige Kollegen haben, die das im Apple-Umfeld machen und dann auch noch interessiert an einer Zusammenarbeit mit uns sind, dann können wir da natürlich nur Danke sagen und darauf eingehen. Das macht Spaß. Natürlich, Freitagabend ist nicht immer ganz einfach, aber es ist zu einer Uhrzeit, zu der wir häufig dann sowieso noch arbeiten. Insofern hält es sich in Grenzen.